2002 Salt Lake City, olympisches Gold über meine Lieblingsdistanz. Ich hatte sehr großen Druck, weil ich im Vorfeld kein einziges Rennen verloren habe. Ich habe den EM-Titel auch noch geholt. Ich habe Bahnrekorde erzielt und dann waren die ersten zwei Starts, war ich Vierter und Fünfter, also immer am Podium vorbeigeschrammt und da war der Druck groß und dann diese Goldmedaille mit Weltrekord, ja, war wunderschön.